wanna take you out of the darkness. I wanna walk with you in the light. Yeah. Hold your head high. So Leute, heute nach längerer Zeit auch mal wieder ein Oatmeal. Einfach so als kleine Winterinspiration für euer Frühstück. Und ja, jetzt was ihr dafür braucht. Ihr braucht eine Mischung aus Cashew und Haselnusskern. Ich habe hier, ich glaube, 15 oder 20 Gramm genommen. Außerdem wäre perfekt ein Fit Meals. Ich habe jetzt Kraftstoff mit Apfel und Zimt. Das ist natürlich passend für den Winter. Könnt aber auch was anderes nehmen. Dann noch etwas Agavendicksaft, den veganen Quark von Alpro und ein paar Feigen. Ich habe jetzt hier der Kobo Drogerie und letztlich dann noch eine Banane. Und jetzt fangen wir doch direkt mal mit der Banane an. Ihr wisst ja, wie das geht. Schälen. Und ja, dann kommt die in eure Schüssel hinein, denn wir wollen die Banane zermatscht haben. Wir wollen die als Süßung für den Quark nutzen. Also einmal mit der Gabel einfach rein. Wenn die noch nicht reif genug ist, könnt ihr ein bisschen Wasser hinzugeben. Und dann nehmen wir uns einfach den Go-On Alpro Quark. Den gibt es, glaube ich, auch noch von anderen Marken. Ich finde den aber echt lecker. Der ist ziemlich cremig und ja, muss man auch nicht noch irgendwie mit Wasser verdünnen oder so. Also davon so 200 Gramm zu der Banane hinzu und das Ganze einmal unterrühren. Wenn sich das dann vermengt hat, dann können wir uns den Nüssen widmen. Wir brauchen die einmal und eine Pfanne. Die Nüsse kommen dann da rein und ihr stellt den Herd auf die mittlere Hitze. Bei mir war das jetzt Stufe 6. Und in der Zwischenzeit, während die da geröstet werden, können wir dann schon mal das Müsli in unsere Form hinzugeben. Und ja, die Feigen können wir auch klein schneiden. Ich finde es bei der Kobo-Drogerie echt genial, dass die Feigen nicht allzu süß sind. Also klar, sie sind süß, aber sie sind nicht zu süß. Ich habe oft irgendwie Schmerzen in den Zähnen, wenn ich Feigen aus dem Supermarkt esse und das ist bei denen nicht der Fall. Also, wenn ihr die Nüsse eben in der Pfanne dann nochmal ein bisschen zusammenschiebt, dann funktioniert das mit dem Anrösten noch etwas besser. Und dann einfach etwas Agavendicksaft, in meinem Fall waren das jetzt 20 Gramm, darüber geben und das Ganze kurz karamellisieren lassen. Das Ganze habe ich für eine Minute oder so in der Pfanne gelassen und dann kann es einfach über euer Oatmeal drüber. Diese Verbindung von dem kalten Quark und dieser heißen Nussmischung, die ist einfach total lecker. Und dazu dann noch die Feigen. Probiert selber aus. Die Werte sind in der Beschreibung und alles, was ihr zum Gewinnspiel wissen müsst, das auch. Es geht auf jeden Fall um 6 Fitness, die ihr gewinnen könnt. Viel Glück euch!